Podcast Nummer 34. Heute mit dem Album Unknown Pleasures von Joy Division. So ist es. 1979. Und 40 Minuten lang etwa. Und ja, das war Vorschlag von mir gewesen. Ich habe es schon kennt und ich habe die halt öfters schon erwähnt, aber du hast es halt noch nie gelost. Ja, ich habe es noch nie gelost. Also der Name ist mir sehr bekannt vorher, ob jetzt das von dir war oder sonst. Kann ich nicht sagen. Ich glaube schon von mir. Ja, erstmal zuerst so, wie hast du es gefunden? Irgendwie halt schwer und düster und. Ja, das ist Absicht. Was gibt es noch? Was kann man so beschreiben? Ja, das ist Absicht, ich weiß. So ein Stimmungskiller. Ja. Musikalisch jetzt nicht der Überflüger. Aber eben, da merkt man schon, weiss ja, es hat die gleiche Wirkung. Mhm. So, ich glaube, das muss man mehr wie einmal hören. Ich habe es jetzt nur einmal gelöst. Ja, ich glaube auch. Weil ich das letzte Mal so gesagt habe, ist, also ich habe jetzt auch schon länger nicht gelöst, da habe ich so gesagt, vielleicht müssen wir so generell darüber reden. Mhm. Also in meiner Erinnerung sind so fast alle Lieder irgendwie gleich gewesen. Aber jetzt habe ich es mal wieder gelöst, eigentlich. Nicht wirklich so. Also sie haben schon so ihren Sound, aber ist jetzt nicht anders als bei anderen Alben, die wir da besprochen haben. Ja, von der Einheitlichkeit. So ein bisschen ähnlich. Also mir ist dann schon so gegangen, ich habe dann irgendwann immer weniger geschrieben. Ja, vielleicht gegen Schluss, aber. So, aber. Ist jetzt nicht ich so. Habe auch gefunden, so nach der ersten Paar ist eigentlich. Also der Stil oder ziehen sie durch, aber es ist gleich unterschiedlich. Es ist ja mal schneller, mal langsamer, es ist so, nur schon so ein Abwechslung. Ja, also jetzt nicht so gewesen wie bei Dingen wie Ramones, wo es irgendwie extrem war, wo ich mir jetzt denke, dass ich, ja, okay, kann ich, was ich da sage, da ist einfach das genau Gleiche mit ein paar anderen Wörtern gefühlt. Ja, das stimmt, ja. Und. Also ich kratze nicht mehr aus. Okay. Und ja, ich kann da ja mal ein bisschen vor, also so einfach über die Band reden. Ja. Also die sind eigentlich so heute in der, wie soll man sagen, kann ich Alternative Indie oder Online-Musikkenner-Szene sind die auch recht bekannt. Und das Albumcover ist auch außerhalb von dort recht bekannt. Also da gibt es irgendwie so ganz wie so Witz, so dass Leute da einfach irgendwie das denken wir mal über den T-Shirt tun und ganz viele Leute das angelegt haben und die Hälfte von Band gekannt haben. Kann ich unterschreiben. Also ich, mir kommt das extrem krank vor, ein Album bekommen. Ja, schon geil. Und vielleicht ist es wirklich von einem T-Shirt. Ja. Also eben, da ist das auch ein Joke. Ja. Und ja, das ist ihr Debütalbum und die haben nur zwei Studioalbum gemacht, weil der Vocalist, der Ian Curtis, der da alle Texte geschrieben hat, der hat so, er hat sehr viel Probleme mit so Depressionen gehabt und er hat auch Epilepsie gehabt und Beziehungsprobleme mit seiner Frau und er ist halt noch sehr jung gewesen, wo die geheiratet haben und dann haben sie aber auch schon ein Kind gehabt, glaube ich. Also ist auf dem Weg gewesen. Ja, ich glaube 79 geboren. Ja genau, also auch gleiches Jahr wie das Album. Ja. Und er hat sich dann halt umgebracht. Die Band hätte halt trotzdem weitermachen wollen, aber sie haben ihren Namen geändert und da ist dann New Order geworden. Und genau, gesungen hat dann aber eine Frau, glaube ich, oder? Eine Freundin von einem, New Order? Ja, nicht. Also ich kenne. Habe ich irgendwo gelesen, ich kenne es nicht. Ja, vielleicht ist es beim Lied verschieden. Also ich kenne ehrlich gesagt nur ein Lied von New Order, Age of Consent, und das ist auch ein sehr, sehr gutes Lied, und da singt aber ein Mann. Okay. Ja, ich habe gehört, das hat sich über einen Tag vor dem Beginn von der neuen Tournee sich erhängt. Ja. Ist aber auch, ich glaube, Tournee wären sie in den USA gewesen. Ja, ich glaube recht. Und Flugangst und ja, sonst auch recht Problem. Ja, also es gibt einen Film über Joy Division und über halt Ian Curtis vor allem. Control heißt der. Der ist von Carnegie, vielleicht vor ein paar Jahren. Jedenfalls im Jahr, also im
in diesem Jahrhundert sozusagen. Und den kann ich sehr empfehlen, also das ist ein sehr guter Film noch. Und ja, ich glaube, das ist halt akkurater als jetzt zum Beispiel Bohemian Rhapsody oder so. Also eben Film, das ist, also es neu, ist das ist nicht ein Doku oder irgendwie mit Originalmaterial, sondern ein Spielfilm, ja. Eben so, ja, von dem her im Vergleich wie Bohemian Rhapsody ist ja ein Spielfilm und basiert ja irgendwie auf der Geschichte, okay. Genau, ja, aber da meinst du, es ist ein bisschen, ja, ist eigentlich näher dran. Ja. Ja, sonst kann man noch sagen, aber da ist der Anfang von Post-Punk gewesen. Punk war so, ja, also ich habe gerade vorgelesen, Punk war so Aggression und Energie. Wo Post-Punk dann eher war, ist so stimmig und auch emotionaler und ein bisschen düster. Also. Und das merkt man da sicher in dem Album vor allem. Ja, ich glaube, das merkst du, also nicht nur Musiker, auch von der Besetzung, oder? Sie haben ja auch nicht nur Gitarre, Schlagzeug und Gesang, sondern haben auch noch viel mit Synthi gemacht. Also, schon. Ja. Aber eher also, so Tonendesigns, oder? Meinst du jetzt? Also geräuschmässig, oder was? Ja, eher so Hintergrund. Ja, aber das Groaning Sounds. Das war eher verpönt gewesen, natürlich im Punk. Aber so meine ich. Genau, aber es ist jetzt nicht so der klassisch, nachher so der 80s Synthesis-Album, wenn ich zum Beispiel auf noch eine andere Single von ihnen gehört, Love Will Tear Us Apart. Habe ich mir gerade vorgelost. Ja. Und die geht halt auch eher so in den Stil, wo noch ein New Order gemacht hat. Mhm. Und das ist dann eher New Age, das ist dann immer so Post-Punk, glaube ich. Ja. Oder New Wave, weißt du, wie heißt es? New Age, New Wave. New irgendwas. Ja. Ja, das war so schon mal der Anfang. Also, das Album ist auch nicht so. Das ist halt nicht so instant eingeschlagen. Sondern dann erst später, wo so ein paar Singles rausgekommen sind, wo chartet sind, haben Leute Alben gelost. Und dann über die Jahre hat man halt erst gemerkt, dass er für einen Einfluss gehabt. Weil wenn du ja am Anfang von einer, noch von einem neuen Movement bist, dann weißt du ja vielleicht nicht gerade, so, ah ja, das ist jetzt etwas Spezielles. Dann erst wieder zurückschaust und siehst, oh, guck mal, alle Zeug, wo da entstanden ist, merkst du so, da ist der Anfang von etwas gewesen. Ja, weil der Einfluss war ja riesig. Also ich habe es nicht rausgeschrieben, aber wenn du schaust, wo das überall in den Rankings drin ist oder beste Album von der und der Zeit, dann ja, sind die immer mit dabei und relativ weit vorne. Ja. Also ist unter den besten 40 Greatest Punk Albums of All Time zum Beispiel. Ja, ist sicher auch in so All Time Allgemeinliste hoch. Oder sicher vorhanden. Ja, es gibt der Best und ist der beste Debüt und der Greatest und ja, alles mögliche. Es gibt so viele Kategorien, aber ja, die Liste ist lang. Das ist eigentlich schon erstaunlich. Was meinst du erstaunlich, also, weil du das nicht so ja, krass findest? Nein, jetzt nicht nur wegen dem, aber wir haben doch schon mal eine Band gehabt, die eigentlich einen riesen Einfluss hat, aber gar nicht so bekannt ist. Meinst du? Ich weiß es nicht mehr. Meinst du, okay, aber ich finde die sind bekannt. Meinst du Velvet Underground? Die sind bekannt, nein. Ich weiß nicht mehr, wer es gesehen hat. Die haben ja auch fette Einfluss gehabt. Ding vielleicht. Crimson King. King Crimson. Crimson. Nein, es ist etwas. Weiß nicht, mir spielt keine Rolle. Okay. Ja, aber eben, die sind halt immer so wenn du so, also bei so Musikleuten sind die auch schon bekannt. Ja, sicher. Einfach jetzt vielleicht so im, die sind halt vielleicht nicht so in der Pop-Culture so mega verankert. Mhm. Von so normalen Leuten, bös gesagt. Ja, sonst können wir mal die Lieder durchgehen, oder? Ja. Das erste Lied ist Disorder. Und das ist auch gerade eins von der, ich glaube, das meistgelosten Lied von dem Album. Und ja, was hast du da
aufgeschrieben, so als erste Joy Division Lied, was du gehört hast? Gut, zuerst denkt es eine Drum Machine, aber das ist es nicht. Gut aufgenommen, Schlagzeug. Gut, ich habe es schon bei einer Rockband, aber es ist in dem Fall eher eine Post-Punk-Band. Ja. Dem Synthi. Der tritt immer so ein bisschen mehr im Vordergrund. Ja, sonst. Es ist, also was man häufig macht, ist einfach da, glaube ich, 3 oder 4 Vers. Ja. Bei dem ersten Lied. Das ist nicht immer die klassische Liederstruktur. Da halten sie sich Ja, nicht stimmt. daran. Ja, das ist noch öfters da. Und ich finde so, wo ich es erstmal gelost habe, also was mich immer irgendwie fasziniert hat, ist so wie seine Stimme. Also ich finde, er hat so mega so kräftige Stimme. Und wenn du ihn so anschaust, allgemein die Dudes, die sehen einfach alle so aus wie irgendwelche, da habe ich schon irgendwann mal gesagt, sie sehen einfach aus wie Büroarbeiter. Da ist auch immer so der Kommentar von so Live-Auftritt, schreiben die Leute immer so. Ja, die sehen einfach so aus, wie es, also weil die Headstone halt so mit Hemd dort, oder? Und es gibt auch recht coole YouTube-Videos. Ich glaube, es gibt so einen Fernsehauftritt von, wie ist die, She's Lost Control, was so im Fernsehen auftritt. Und dann sieht man auch so, Tim Curtis hat immer so komische Movements gemacht auf der Stage. Das war irgendwie so seine Persona gewesen. Und ja, aber es ist so ein der Kontrast, finde ich. Mit der, also erstmal so Von der ernst seine Stimme, Stimme. aber auch allgemein so der düstere Sound und so da normalo aussehen. Ja. Klar, es wirkt jetzt nicht mehr, wenn es nur los ist. Ja, Ja. aber die Stimme ist schon. Ja, außergewöhnlich ist vielleicht übertrieben, aber Ja, aber ich meine, sie das ist dann. setzt sehr gut die Szene. Wenn du aber genau achtest, ist es bei jedem Lied ein bisschen anders. Ja, das stimmt. Also, So der Mix. ja, genau, jetzt irgendein Effekt oder ein Hall oder ein Filter, keine Ahnung, wie sie das genau machen. Ja. Da hat sie immer ein bisschen eine andere Wirkung. Und da ist sie, glaube ich, also, das Das. kannst du sagen, ist normal, glaube Ja, das ist die recht im Vordergrund. ich. Ja. Genau, sie dann beim nächsten Mal im Hintergrund. Ja. Das wechselt gerne und dann hat sie eben mal vielleicht ein bisschen, ja, Echo schafft es, glaube ich, weniger. Aber, Ja, ein bisschen länger. ja, ist einfach angepasst. Also Ja. sich zu jedem dann etwas überlegt, das merkt man schon. Textlich ist da Gott sei Dank ein Thema, wo er eben oft behandelt hat. Also er hat oft so über seine Struggles geschrieben und der hat auch natürlich dazu beigetragen, zu dieser düsteren Atmosphäre, die du beschrieben hast. Und eben Disorder. Er fühlt sich halt anders als so andere und er hat das Gefühl, dass so etwas wie falsch mit ihm ist. Und er hat ja eigentlich auch eine medizinische Disorder, weil eben er hat ja Epilepsie und hat damals hat er oft Probleme gehabt, weil, also, weißt, wenn du vor Bühne auftrittst mit Lichtern und so, also ich glaube, er hat noch amigs Anfall halt auf der Stage gehabt. Ja, okay. Ich habe nur also zu seiner die Epilepsie hat er aber noch nicht lang gehabt, wenn ich das nachgelesen habe. Ja, also wenn es der Man hat Film aber nie richtig recht zeigt, dann herausgefunden, ist. was ist er. Ne? Ja, genau, eben, er hat halt auch. Also ich weiß es dann nur wegen dem Film so, ich weiß nicht, ob das so 100% ist, wie er mit dem Umgang ist, aber ich glaube, er hat halt auch. Aber ich weiß gar nicht mehr, ob er zum Arzt gegangen ist, ich glaube zwar schon. Weil er hat Medikamente für gehabt. Aber ich glaube, bei Epilepsie ist es halt auch recht schwierig, ich glaube, du weißt halt so nicht immer genau. Ja, also heute kann man da Wenn und relativ war. gut einstellen. Also, ich kenne jemanden, der bei uns mal geschafft hat, der hat kein Problem gehabt. Aber dann hat er da gesagt, eben, du musst starten, du musst pröbeln, was am besten funktioniert. Ja. Und das ist aber natürlich 19. 79 war dann zu gut gewesen. Ja, stimmt. Ja, und dann haben wir dazu, er hat jetzt auch nicht mehr so lange gelebt, dass er da dann hätte können, Ja. bis irgendwann herausfinden, wie er am besten mit ihm umgeht. Ja.
Und noch so im Vergleich zum anderen Lieder ist da noch einer von den schnelleren Songs. Ja, das stimmt. Ja. Zweites Lied wäre Day of the Lords. Und ich habe gesagt, in Deutsch stimmt dann eigentlich wie anpasst, dass ich dann bei jedem Lied schaue, so, was am besten passt. Und da hat es dann halt wie ein bisschen tiefer im Mix gemacht, also ein bisschen leiser oder so. Und für das ich so lange nicht mehr gelost habe, ich da irgendwie noch so voll im Kopf gerade Lied. Ja, Also allgemein, okay. ich jetzt noch ein paar Mal gehabt, also ich jetzt denke da, Unknown Pleasures, ah ja, dort ist Disorder, She's Lost Control und nochmal so ein Lied, das ich letztens in einem Film gehört habe, New Dawn Fades, das sind so die, wo ich so denke, so, ja, die kann ich jetzt mir direkt so denken, wie es tönen, welche sind. Aber wenn ich das gehört habe, habe ich gemerkt, so, ich höre alle nicht so, ah, da ist auch so kommt, Where Will It End? Und da ist aber. Und da geht es um Krieg. Genau, ja. Ja, das ist eigentlich schon alles gesagt, was mir alles aufgefallen ist. Okay. Das Allgemeine ist eine sehr einfache Melodie, habe ich mir aufgeschrieben. Zieht sich aber ein bisschen durch. Und ja, Ja, das ist halt passt vielleicht vielleicht auch dann ein das Punk Punk. so Ja, sicher. genau. Ja, jetzt Was wahrscheinlich. aber schon ist und sich auch durchzieht, das ist meistens auf so einer Basslinie baut eigentlich alles auf. Also die hörst du mal, glaube ich, immer sehr gut. Und dann ist noch E-Gitarre, wo irgendetwas dazu macht. Aber viele sind so Effektsachen, nur die nie. Und das ist so ein bisschen ihren, glaub ich, ihren Stil. Und jetzt da haben wir, es ist langsamer, dunkler, Day of the Lord. Genau, eigentlich halt ja passend zum Thema. Ja, und noch zu ihrem Stil, irgendwie bei dem Album sind die Drums mega, die ziemlich gleich Sound. Und so wie du gesagt hast, so ein bisschen Drum Machine ähnlich. Also von dem Rhythmus halt, wie es halt immer gleich sind. Und irgendwie die Drum Sound, der hat das Gefühl, die würden jetzt so, also ich kenne mindestens einen Artist, wo ich sehr sicher bin, dass der sich gesagt hat, ich will die Drums und hat die recreated. No. Weil ich halt jeder von dem gehört habe, dachte ich, das tönt einfach genau wie Joy Division Drums. Und der sieht, dass er auf seinem Instagram ein Joy Division T-Shirt hat. Und ich dachte, ja, Okay, das he knows it. der, genau. Ja, und ich habe heute das erste Mal noch Closer, das zweite und letzte Album gehört. Dort ist dann nicht mehr so einfach, dann haben sie ein bisschen aufgehört mit dem Sound zumindest. Ja, das ist mir aufgefallen. Das dritte Lied war Candidate. Da ist er, glaube ich, wieder ein bisschen weiter vorne im Mix, oder? Ja, das ist so. Und da habe ich aber noch das Gefühl, es hat so wie ein ganz leichter, so ein blechernen, ich-mäßigen Effekt auf der Stimme. Irgendwas haben sie gemacht, ich habe es jetzt nicht so rausgeschrieben, ja. Aber es Ja, aber könnte es klingt ein bisschen passen. anders. Und ich habe das Gefühl, das Instrumental ist doch ein bisschen minimaler noch als sonst sogar. Also da ist ganz typisch, oder? Ich habe auf der Bass macht Melodie. Also, dann spielt sie das Ding sehr gut. Und der Synthi-Gitarre, der macht da auch mehr so Effekt. Ja. Also immer halt mal wieder so einen Akzent setzen. Genau, ich glaube, das ist, was ich meine. Es hat irgendwie wenig so. Es ist nicht Bassline, keine Gitarre-Riff, sondern eher so, wie du gesagt hast, ich glaube, so effektmäßig. Also, wenn du den Gesang weglässt, ist einfach, ja, der Bass ist einfach da führend. Im Schlagzeug und das andere ist so ja, punktuell dabei. Ganz langes Fade-in, also es geht ganz langsam, wie es lauter wird. Ja. Also nicht nur, sagen wir, 5 Sekunden, sondern es geht viel länger. Ja, das ist noch beim Fieri Inside. Das ist auch noch ein bisschen ähnlich, weil da hat es erstmal einfach gar nichts, einfach Stille. Und dann nicht so Soundeffekte. Und dann irgendwie nach, keine Ahnung, 30 Sekunden oder so fängt es erst an. Und dann fehlt ja auch erst das Instrument ihr.
wieder so unterdrückte Vocals. Und hat irgendwie so, ich geschrieben, Laser-Effekt. Soundeffekt. Weißt du, ich meine so, piu piu. Ja, genau, ja. Manchmal aufgefallen. Da wieder vier Vers singt's. Ohne richtig ein. Sie sind irgendwie nicht so Trüffer als meistens. Aber sie haben schon so ein Motiv, das so wie Refrain ähnlich ist. Weil da ist es halt einfach Vers. Vers, aber da hat es halt immer die Line. But we remember when we were young. Das ist immer am Schluss, glaube ich. Und da ist halt so wieder. Also jetzt schreibe ich, das ist halt ein Motiv, nicht mehr, glaube ich, noch. Ja, wenn sie mir dort die gleiche Melodie einstellen. Ja, das kann schon. Oder sagen. Ich glaube, was aber auch irgendwann gemacht in die Spiele, es hat dann auch keinen. Also es hat eigentlich nur Vers, aber zwischen ihnen hat es einfach dann so einen instrumentalen Teil. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob das sich dann wiederholt, das ist zwischen denen. Also wenn du quasi den Refrain wirst, einfach instrumental Aha. machen. Fängt schon an. Das wäre schon geil. Aber da kann ich es dann nicht mehr genau. Ich kann nicht mehr sagen, genau bei welchem das so war. Das wäre eine geile Idee, Genau. aber mit einem instrumentalen Refrain. Wenn es nur einmal ist, dann ist es vielleicht eine instrumentale Bridge oder so. Ja. Aber ja. Inside sagt über den Tod. Und er sagt, er hat keine Angst zu sterben in dem Lied. Was dann aber so war, dass seine Frau gesagt hat, das stimmt gar nicht. Weil ich echt hätte eigentlich Angst vor dem Tod gehabt. Sehr stark. Ist das die Frage, so, ja. Erstens so, was stimmt? Oder hat er sich mal so gefühlt? Oder ist da einfach kreatives Songwriting da? Man weiß nicht. Jedenfalls auch düster halt. Zusätzlich, oder? Also, ich meine, wenn es über Tod ist, ist halt Ja. düster. Ja, Nummer 5, New Dawn Fades. Und da hast du einfach gesagt, die habe ich letztens in einem Film gehört, nämlich Reprise, ich habe keine Ahnung, Mann, das ist einfach ein norwegischer Film, ich weiß nicht, wie Reprise dort sagt. Norwegisch sein. Ja, dort habe ich das gehört. Und dann ist auch noch gestanden, dass der Heat, geiler Film mit De Niro und Pacino, sage Instrumentalversion und bei Equalizer. Okay, die drei Filme. Ich glaube sogar noch mehr, aber das sind die einzigen, die ich kennt habe, wo Ja. das gestanden sind. Okay. Ich habe nicht viel aufgeschrieben, es ist einfach, das ist wirklich deprimierend. Also, Ja, da ist dass es im halt. falschen Moment los ist. Also zieht die gerade noch mit runter. Aber es gibt eigentlich, darum, ich muss dann vielleicht wirklich nochmal hören. Ja, da ist halt Nicht eher im. das Ziel so, weißt du? Ja, eigentlich spricht mich ja da noch an wie Musik. Also. Und nicht immer Emotion. Friede, Freude, Eierkuchen. Es kann ja auch das Gegenteil sein. Es kann ja auch. Es gibt ja Musik, wo. Was das Gegenteil wirkt, was dir nachher besser geht und dich eher aufbaut. Und Ja. das ist jetzt Musik, die dich eher abzieht. Und dass das Ja. funktioniert, finde ich ja noch spannend. Ja, also es gibt ja viel traurige Musik, aber ich habe das Gefühl, wieso, weil ich noch interessant finde, ich habe das Gefühl, wieso glücklicher Musik ist so, wie dort ist wirklich Zeit, um dich aufzubauen, so von einem Gefühl zum anderen gehen. Und bei trauriger Musik habe ich immer das Gefühl, dass das Ziel ist so, okay, du bist jetzt irgendwie glücklicher und neutral, wenn ich dich traurig mache, sondern ich habe das Gefühl, bei trauriger Musik ist es meistens eher so, dass es wie, wenn du traurig bist, dir wie sollte so zeigen, so, wenn das los ist, so, ja, du bist nicht der Einzige, der sich so fühlt. So wie Komfort zu bringen. Okay. Ja, von kaum funktionieren. Und, also das finde ich noch, das ist mir so aufgefallen, weil das ist ja eigentlich, theoretisch würde ich schon denken, okay, wenn glückliche Musik da ist, um mich glücklicher machen, dann ist es jetzt gleich auf das Gegenteil sein. Traurige Musik steht, um mich traurig machen. Aber ich finde, das ist nicht so. Also ich habe das Gefühl, that's not the case here. Findest du nicht?
denkst, die haben sich gedacht, okay, wir machen jetzt das Lied und dann wirklich das so richtig sehr durch. Nein, 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 das war nicht ihr Antrieb gewesen. Ich meine, einer, was mit dir kann passieren, wenn es da los ist. Das hat einen Einfluss auf deine Stimmung, wenn du da los ist. Aha. Da bin ich sicher. Ja. Und klar kannst du dann denken, aha, dem geht es auch nicht gut, es gibt Leute, die es noch schlechter geht. Also da kann ich dann ja, okay. Auch ein Schluss sein daraus. Ja. Aber das jetzt, kannst du sagen, du startest jetzt mit dem Gemütslevel 0 und du so etwas los, geht es eher ins Negative. Und bei anderer Musik ja, okay. Auch noch geht es, so, da meine ich, geht es auf die positive Seite. Ja, stimmt schon. Aber eben, ich glaube mal einfach, dass da nicht so der Intention war. Nein, das glaube ich auch nicht. Okay. Das ist gerade nur um die Jockung. Ja, das stimmt. Ja. Und das ist das Spannende, dass das funktioniert mit Musik. Ja. Also, das ist jetzt ganz etwas anderes, aber das war mal das Erlebnis gewesen, dass wir, weil ich mir sind, Miss Saigon schauen und haben nicht so viel kennt. Das ist ein Musical, Thema Vietnamkrieg. Passiert, aber gibt es auch noch irgendwie als Opern und so. Das Thema ist jetzt nicht so ganz neu. Dort Vietnamkrieg, die Geschichte. Und das ist vielleicht ein Spoiler, ich glaube es auch nicht, was unser Publikum das gar geschaut. Es ist circa das Happy End. Und du wirst als unter der Live gehst schauen, wirst du mit dem schlechten Schluss einfach in dem Theater, wo du immer bist. Also so zack, boom, fertig, Vorhang zu. Und dann sitzt du so da und denkst, shit, das kann jetzt nicht wahr sein. Mhm. Und wenn du jetzt und du vorher nicht liest, um was genau geht und was passiert und den Schluss nicht kennst. Und da ist natürlich auch das gesamte Erlebnis auch mit Schauspielern und Live-Musik und so. Das ist schon noch verrückt, dass das funktioniert. Ja, allgemein Kunst ja. Also ich hätte es ja bei einem Buch oder bei einem Film sehen. Zum Beispiel gestern habe ich Funny Games, oder nicht gestern. Ich lese in Funny Games, glaube ich. Und da ist auch so der Film, wo sie gemacht haben, sie haben gesagt, okay, wir machen jetzt, dass die Leute schauen und dann tun wir sie richtig zerstören, emotional, weil die einfach denken, sie baut die ganze auf, okay, so können sie aus dieser schlechten Lage rauskommen, oder? Und dann denkst du die ganze Zeit, okay, aber dort ist ja noch zum Beispiel das Messer versteckt, dann können sie sich retten, oder? Und dann ist es einfach so, oh, ein Messer, oh, haha, schon denk, du könntest mit dem dich befreien. Dann einfach, okay, gegen einfach Happy End halt. Sad End. Weiß nicht, was ist denn da? Ja. Das ist ja, halt das ist aber schon noch. Die Kraft der Kunst. Genau. Ja, wenn wir schon bei so sehr im Zeug sind, da geht's. Das Lied ist auch sehr traurig. Also da wird irgendwie angedeutet, dass er so seiner Frau gesagt hat, dass er sich umbringen wird. Also irgendwie die Line ist, glaube ich, so. Und du sagst, die Waffe irgendwie so, mich erschiessen bringt nichts oder so. Was dann ja implied, dass er ihr gesagt hat, so, dass er sich umbringen wird. Und dann hat sie, das wird dir nicht helfen oder das bringt dir nicht. Ja, very dark. Ja. Das wäre dann auch die erste Seite gewesen, wenn man das auf die Platte hört. Und sind da strategisch natürlich die zwei, wie soll man sagen, vielleicht energievollst oder nicht energievollst, aber vielleicht so poppigste Lieder am Anfang von beiden Seiten, wo einfach Disorder ist, hat am Anfang gesehen, jetzt kommt She's Lost Control. Und da haben wir ja vorher angesprochen mit der Epilepsie. Und das ist anscheinend inspiriert durch eine Frau, die getroffen hat, die auch Epilepsie gehört. Und da beschreibt halt so, ja, sie läuft so durch die Straße und sie sagt, dann hat sie Kontrolle verloren. Und she said, she's lost control again. Ja, ist halt über sie. Also jetzt halt über andere Personen sozusagen. Aber ist halt sicher auch aus dem Antrieb, dass er
mit dem gestruggelt hat, geschrieben wurde. Also. Mhm. Ja, genau so. Also. Sonst aber, glaube ich, nichts. Also, du meinst ein bisschen poppiger, habe ich jetzt nicht. Ja, es hat halt so den crazy geilen Riff. Und, also, am Anfang hat es coole Riff, was so kommt. Und es hat halt so ein bisschen mehr da auch wieder im Vordergrund von der Stimme. Und ich glaube, man sieht es auch in der Anzahl Aufrufe. Es ist halt so, da und die Solo sind, glaube ich, die so am meisten fast haben von dem Album. Und das ist ja eben auch da, was sie bei ihrer Fernsehaufführung gemacht haben. Und es ist ein Single. Also ich glaube, sie haben es jedenfalls sicher so gesehen, dass da ihre ja, ich weiß nicht, Radio-Lieder sind. Ja, ja, auf der Aufrufe hast du schon recht. Das ist ja so. Mhm. Ja, aber sonst ist nicht etwas Neues. Also jetzt hast du eben schon die ersten, die fünf Lieder vorher schon gehört. Also von den Stilmitteln und so fängt es sich schon ein bisschen an wiederholen. Ja. Ja. Zu Lied 7, Shadowplay, das überrascht mich. Das ist das drittmeistgelöste Lied von dem Album. Und ich finde das jetzt nicht schlecht. Aber ich finde das wirklich. Also kann ich, finde es hat da Lieder, wo ich stärker finde als da. Mhm. Und aber nicht so viel Aufruf haben. Und dann frage ich mich, in welchem Film ist das gewesen, dass da so viel mehr Views das hat? Das ist echt eine gute Frage, ja. Aber ich da hast du hast keinen gefunden. Also ich habe nicht gegoogelt, aber normal steht es. Also beim anderen ist es gestanden, ich weiß nicht, da ist es nicht gestanden. Vielleicht hat jemand ein Cover gemacht. Und dann gibt es auch immer mehr Views. Wenn so Leute sind, so, oh, ich kenne das Cover. Mhm. Weil ich glaube, Joy Division haben auch viele Leute covered, weil zum Beispiel vorhin ich eben gesagt, weil die Heath gelaufen ist und so. Das sind auch zum Teil Cover. Ich glaube halt einfach, weil in vielen wahrscheinlich das Cover laufen, das ist günstiger als die Originalrechte kaufen. Ja, ja, das ist anzunehmen. Ja. Auch da Vers, Auto sogar nochmal. Ich weiß nicht mehr so genau, um was es geht. Ich glaube, es geht so darum, dass er sich wie eine Puppe fühlt, wenn er auf der Bühne ist. Mhm. Ach, sie. Nummer 8. Also Shadowplay, das ist jetzt auch jetzt gerade auf der Bühne. Ja, Play ist ja ein Theaterstück. Ja. Und es gibt ja die Kunstform von den Schatten-Dingern. Ah, ja. Ist ja etwas Asiatisches, oder? Kann sein. Das ist ja gerade perfektioniert. Ja, perfektioniert. Und das heißt so Shadowplay, ist ja ein Wort. Ja, genau. Ist mir nun gerade so. Andererseits, Schattenspiel ist ja auch, wenn man es jetzt 1:1 übersetzt, sagen wir dann nicht auch einfach, wenn so allgemein Schatten irgendwie. Ja, mit Bewegung auch noch, ja. Von außen mit Wind und so. Aber es kommt da vom anderen. Ja. Jedenfalls fühlt er sich wie im Theaterstück auf einer Bühne oder Puppe oder so etwas. In dieser Art. Das 8. ist Wilderness. Da habe ich nicht so viel aufgeschrieben, abgesehen, was ich gemerkt, dass da so recht viel so religiöse Referenzen hat. So mit The Blood of Christ und Martyrer und Sünde. Und irgendwo erwähnt er noch Kreuz. Auch noch da eingebracht. Weißt du jetzt England schon wieder? Katholisch oder reformiert? Das ist kompliziert. Okay. Eben wegen dem habe ich gefragt, das, also, ist, das ist ja so beef gewesen, oder? Nicht endlich etwas Eigenes gemacht, weil irgendein König hat sich doch von einer Frau wollen trennen oder scheiden lassen und der hat als Katholik nicht können. Oh. Und dann ist es aber, glaube ich, es ist dann irgendwie. Also ich denke, erstmal reformiert werden, dass ich mich scheiden lasse. Einfach jetzt nicht mehr katholisch, das ist, glaube ich, irgendwie so gewesen. Dann, krass. Darum, es ist, glaube ich, etwas zwischen denen. Okay. Nicht, also, man könnte es korrigieren lassen. Also, ja. Aber es ist irgendwie der Grund, wieso das nicht katholisch ist. Okay. Das ist irgendwie so ein König. Ja, ob er jetzt irgendwie religiös aufgewachsen ist, also, weiß ich nicht. Ich mir jetzt aber noch vorstellen, ich kann es nicht rauslesen, aber ich mir noch vorstellen, dass öfters bei so Künstlern ist, die Lieder über Religion schreiben, ich habe das Gefühl, ist es auch so eh noch
Kritik an dem Ganzen. Jetzt nicht bei allen, aber auch noch. Ich habe das Gefühl, wenn die Tendenz schon vorkommt, eher. Dann ist es entweder so, Jesus is Lord oder Religion is not so good. Mhm. Ja, also wenn sie das Thema machen, dann ist es halt auf der ja, okay, dann extremen Skala, oder? Einfach so. Das gehört auch dazu, aber es ist jetzt nicht das Wichtigste. Stimmt. Machst du vielleicht einen Kanton drüber? Mhm. Etwas Beam ist aber kritisch. Ich weiß nicht. Ja, ich glaube. Das ist dunkel so. Also ich meine, wenn du ein düsteres Lied machst, wo um Religion geht, dann ist es ja vielleicht eher kritisch. Jetzt nicht Halleluja vom Händel. Was mir aufgefallen ist, in den letzten zwei Wochen oder so, immer wenn ich Alben gehört habe, habe ich so gesehen, die letzten drei Songs sind so gut wie immer die am wenigsten gestreamten. Und jetzt stellt sich mir die Frage, ist das einfach, weil die Leute, die es hören, sich gegen Schluss irgendwann aufhören zu hören? Oder weil die Leute, die das Album gemacht haben, sich denken, das sind die schwächsten Songs, die tun wir immer am Schluss? Ich weiß es nicht. Das ist immer lassen herausfinden. Das ist mir aber jetzt bei Barna auch schon so gegangen, dass ich auf gegen Schluss viel weniger aufschreibe. Ja, das deckt sich immer. Kann es auch sein, dass sie in einer die Schwäche hinhaben. Klar, ist meine Aufmerksamkeit entspannen und anlässt. Vielleicht ist es beides. Sind die Songs wirklich schlechter? Mhm. Nicht immer, ja, aber. Ja. Es hat irgendwie so eine Häufung, ja, wenn man mal beobachten. Ich habe das Gefühl, bei Alben, wo es immer so ist, einzelne Lieder, ist es halt so da. Und gegen Schluss schwächer wird, das hat die dort angetönt. Ja. Aber wenn jetzt irgendwie ein Konzeptalbum ist, was so eine Story hat, dann ist es dann öfters so, weil am Schluss ein Jahr sozusagen der dritte Akt wäre, wenn man jetzt einen Film oder so will. Und dort das Finale ist sozusagen. Also ich meine jetzt. Man muss eigentlich am stärksten sehen. Ja, oder nicht da haben wir aber schon gerade, das stimmt, oder? Dass eher. Ich glaube jetzt Pink Floyd. Jetzt in der Mitte vom zweiten, wenn du jetzt ein Album hast, Platten LP, dann ist in der Mitte von der zweiten Seite schwächer wird, dass es wieder steigern auf den Schluss. Da wäre dann die Logik ja, das im Finale, oder? Ja. Das haben wir auch schon gehabt. Aber jetzt Pink Floyd. Dark Side of the Moon, da hat er gegen Schluss. Ist ja wirklich, kommt alles zusammen an. Ja. Ja, müssen wir beobachten, werden wir herausfinden. Ja, können wir im Auge behalten. Ja. Oder im Ohr haben. Ja, da ist jetzt eher so, dass ein bisschen weniger crazy wirklich am Schluss das Gefühl. Das neunte Lied ist Interzone, obwohl auch das letzte Lied ist schon noch geil. Aber ja, jetzt Interzone, das ist auch recht kurz, 2 Minuten 16. Was da interessant ist, ist, dass so ein anderer Sänger ist. Mhm. Nämlich der Bassist, der Peter Hook. Und ich habe jetzt nicht nachgeschaut, aber ich habe das Gefühl, das Lied von New Order, das ich kenne, hat auch die durchgesungen. Das ist so wie eine hellere Stimme. Heller und höher. Ja. Und irgendwo habe ich eben gelesen, dass jetzt der Ian Curtis seine Stimme als sogar Bassbariton gsi. Aber ein Mann, da redest du immer von der Starttenor, oder? Das sind die männlich hohe Stimme ist der Tenor. Mhm. Und da gibt es den Bass, das ist dann ganz tief, und zwischendrin gibt es den Bariton. Mhm. Freddie Mercury sagt man, es ist ein Bariton gsi, aber das ist einfach auch sehr hoch hoch. Okay. Und da merkst du schon gerade, dass der Peter Hook auf der viel höheren Stimme hat. Es fällt jetzt beim anderen nicht auf, dass er wahnsinnig tief ist, aber du merkst schon gerade den Unterschied. Ja, und ist viel feiner. Und vor allem, weil da der Curtis ja noch so Background singt. Ja. Und dann ist er gerade beide im Hintergrund. Ja. Den merkst du schon. Ja, Axel von dem Lied jetzt nicht so crazy gewesen. Nein, aber das ist da, wo auffällt, ja. Mhm. Das sind der andere und die Einwürfe vom sonstigen Leadsänger. Und das CD und Lied I Remember Nothing. Das ist der längste Track mit 5,55. Und der, das ist jetzt nicht so ein Plays für du, aber ich finde, das ist ein sehr gutes Outro. Es ist halt so noch atmosphärischer als die anderen Lieder. Es hat so lange. Langer Anfang und es ist sehr langsam und eben so lang und dann tun sie irgendwelche so Effekte, so Soundeffekte wie Glassplitter
Ja, sehr viel so Effekt drin. Und es wirkt dann so wirklich, also wenn es jetzt noch Instrumental gewesen wäre, dann wäre es noch crazier. So, weil das hat mir wieder Outro-Feeling gegeben, wo man nicht auch irgendwie Credits bei einem Film oder so. Weißt du, ich meine, Ja. vorher sind so Lieder, und das ist dann so ein 6-Minuten-Stück, wo hat den Schluss markiert. Es ist nicht nur von der Länge her etwas Größeres. Das merkst du schon, da haben sie Ja, genau, auch eben. andere Ideen reingesteckt. Ist fast ein bisschen wie ein anderer Stil. Ja, schon. Weil anders als die paar Lieder, die vorher sind. Und der Zeit, oder? Genau. Jetzt Zusammenfassung haben wir schon gemacht. Also, was du merkst, sind, wenn du auch schon Alben gehabt hast, musst du sagen, die haben jetzt nicht so Musik, nicht so viel auf dem Kasten. Das ist jetzt da überhaupt nicht, finde ich. Also, du merkst, die haben ihre Instrumente im Griff. Und ist schon krass, im Fall. Ich glaube, die haben gar Das, nicht viel können. Also ja. nicht so, also gar nicht viel können. Ich meine jetzt so, ich glaube, die sind einfach, die sind nicht so crazy, die sind also einfach so irgendwelche jungen Dudes, die so, ah ja, wir machen jetzt Musik, das ist das erste Album. Ja, also um jetzt vom Instrument mal nicht virtuos sein, aber Ja, okay. da, Sind wo ja sie machen, haben sie gewiss, im Griff, oder? Sind ja. ihre Möglichkeiten vielleicht geblieben. Das kann es ja auch sein. Beim Sänger zwar habe ich das Gefühl, oder er spielt vielleicht auch damit, tönt es ums Weh ein bisschen falsch. Aber da habe ich eher das Gefühl, dass das muss so sein. Ja, Was zum also. Beispiel bei welchem? Bei einem ist es ein typisch gewesen. Das hat ein Lied, wo noch einen sehr langen Ton muss halten. Ja. Und Sieht man dort, schon. genau, das ist das, dort merkst du, ist eigentlich nicht ganz sauber. Ja, andererseits finde ich, bei dem Sound muss er jetzt nicht mega sauber tönen. Ja, es stört nicht. Also, es fällt mir auf, oder? Aber es ist jetzt nicht so, dass Ja. ich sage, ja, geht jetzt gar nicht. Eben so ist es nicht. Ist nicht, eben von dem her nicht schlimm im so einem Zusammenhang. Ja. Weil aber der Rest gut ist, oder? Wenn du schon eben, ja, wir haben schon Alben besprochen, musst du sagen, die hätten jetzt ein bisschen mehr können üben können, oder wenn sie sich mehr Mühe können geben mit den Aufnahmen und so, das ist da alles nicht, das ist perfekt. Eben jetzt auch die Sang-, die Gesangsaufnahmen, Unterschiedeffekt, weil man auch immer filtert, keine Ahnung, und sich etwas überlegt. Und es passt dazu, oder? Du musst jetzt nicht sagen, was soll jetzt da, wieso jetzt so eine Verzerrung genau so, haben sie auch nicht. Wo dich Ja. jetzt hättest vielleicht müssen fragen, oder warum? Ein bisschen übertrieben. Da finde ich eben, also an sich wahrscheinlich auch viel überlegt, aber dann, echt da, wo mir auch noch gefällt, oder dann nicht, also weniger ist mehr, folgt dem gleichen, dem Ansatz. Und dann entsteht eigentlich meistens etwas Spezielles. Ja, also eben, ich habe das Album schon kennt. Und ich finde es auch sehr gut und eben auch sehr halt wegweisend und alles und einflussreich. Und ich bin jetzt auch froh, dass ich jetzt mal wieder richtig gelost habe. Es ist schon ein bisschen her, schon gelost habe und habe jetzt eben auch ja mal Closer gelost und ich habe mir jetzt letztens auch eine New Order Platte geholt, auch noch gelost habe. Und von dem her bin ich da auch gespannt, so zu schauen, wo das weitergeht. Und ja, gutes Album. Ja, das nächste Mal haben wir jetzt sind wir so ein bisschen so um 70er, 80er rum gewesen, glaube ich. Zeit lang. Viel, ja. 60er, 70er, 80er, glaube ich sogar. Und jetzt haben wir gedacht, jetzt müssen wir wieder ins 21. Jahrhundert. Und jetzt werde ich vielleicht massakriert, weil ich nicht weiß, so viele Jahre man den Namen ausspricht. Ich weiß nicht, was einfach entweder Bon Iver oder Bon Iver, aber ich glaube, es ist Bon Iver. Bon Iver 22, a Million. Sehr experimentell. Ich kenne das schon, hast du einmal gehört. Und davor habe ich nur ein anderes Bon Iver Album gehört, aber komplett anders stöhnt. Ja, Wir werden es wir werden es herausfinden. hören und besprechen. Ja.
We wish you a nice week, oder? Wie immer, genau. Gute Woche. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.